Erklär's nur mal der nächste Gegner. Das ist Big Lou. Lupak. Sein Auto, ebenfalls ein Mitsubishi Eclipse, wie wir auch haben. Seine Stärke, ein Mautstellenzeitfahren. Dieser koreanische Muskelprotz hält sich für einen echten Frauenschwarm. Aber das ist nur Show. Angeblich hat er Angst vor den Cops und macht sich bei jedem Rennen in die Hose. Außerdem kann er wohl nicht mit der Kupplung umgehen. Deshalb ein schlechter Start. Aber darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. Wären wir auch nicht. Wir nehmen den Gegner ernst. Platz 12. Abgehakt. Platz 11. Big U. In seinem Mitsubishi Eclipse. Und das ist das Auto. Sehr geil getuned auf alle Fälle. Gefällt mir. Mit dem Tiger davor. So, dadurch, dass wir jetzt den Mazda haben, weiß ich nicht, ob ich den Wagen wirklich verkaufen soll, tunen soll, oder mir gucken, ob ich den Mustang sogar leisten kann. Izzys Rennkarriere ist gelaufen. Mach weiter so. Ich melde mich später. Tja, ganz einfach. Aber vorher. Ich gehe mal kurz in Unterschlupf die Autos vergleichen, ob der wirklich besser ist, der Mazda, oder ob es denn... Achso, ja, gut, ich habe mir geändert. Stimmt. Ob der Mazda wirklich besser ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Der Mazda ist eigentlich deutlich schlechter als der. Wie viel haben wir denn auf dem Konto? Steht das irgendwo? 26.000. Ich habe ja gesagt, ich will den Mustang haben. Und ich glaube, den können wir jetzt sogar schon fahren. Das heißt, wir gehen mal kurz in die freie Fahrt. Gucken mal, was die für den Mustang nehmen wollen. Ob es sich den lohnt zu holen. Dann versuche ich den Mazda zu verticken. Wenn der 18.000, 19.000 bringt, dann ticke ich den. Muss mal auf die Karte. Ach. Hier ist er. Ich denke, es wird noch die Zeit für euch. Wie gesagt, eigentlich würde ich bei jedem Blick fahren, gerne ein anderes Auto haben. Deswegen würde es auch so langsam wieder Zeit für was wir diesmal kriegen. Bup. Schön in diese Piloten rein und dann gucken wir mal beim Autohändler, was er da für uns hat. Lexus. Nö, brauchen wir nicht. Clips haben wir. Toyota Supra kostet 40.000. Clio kostet genauso viel wie die Supra? ETF? Was der X8 haben wir. Der erste ist dieser CTS, den will ich eigentlich haben. Der Ford Mustang kostet 36.000. Den Lancer kriegen wir erstmal mal Big Loop schlagen. Der Lancer ist der. Na gut, der hat einen scheiß Handling, ne? Aber der ist besser als der Eclipse. Der ist besser als der Eclipse, der Mustang. Allein schon standardmäßig. Ja, das scheiß Handling da nicht. Ja gut, das Handling, da kann man ein bisschen gegen arbeiten. Das ist nicht weiter schlimm. Ich meine, wenn er 20.000 bringen würde, könnten wir schon mal zumindest mal die Desk 2 Upgrades. Und was beide Autos dann verkaufen werden, den Mustang dafür nehmen werden und tunen werden. Deswegen hätte ich gerne noch den... Ja, ich bin gerade echt am Überlegen. Ich sage, ich verkaufe beide Autos, klar. Werde den Mustang nehmen. Das heißt, wir werden Izzys Auto verkaufen, den Mustang kaufen, über tunen, wie es geht. Bisschen Kohle einsammeln noch mit dem Eclipse, dann auf den Mustang später wechseln.
machen wir das so. Ja. Gut, dann gehen wir mal auf Wagenauswahl. Easy, du bist dein Auto. Los. Und wir haben ihn. Ja, für 16.000. Okay. So. Das heißt, wir fahren zum Autohändler, holen den Mustang. Und dann sammeln wir den Rest mit dem Eclipse. Oder soll ich den Wagen erstmal? Wir können das, am besten wir tunen erstmal. Zumindest so weit, wie es geht. Ich weiß nicht, was das jetzt alles kostet, wenn man den jetzt anfängt zu tunen. Ne, wir brauchen dringend ein neues Auto. Dringend. Das ist erstmal das Oberste. Ich habe gesagt, den Mustang will ich haben, den fahre ich jetzt auch. Das heißt, wir werden uns den jetzt holen. Eigentlich schon vor das Prinzip der Autos im Kart. Das heißt, wir müssen den Autohändler hier nehmen. So, das heißt, wir haben den Mustang jetzt verkauft. Den Mazda jetzt verkauft. Nicht weiter schlimm. Das heißt, wir holen uns jetzt Razor's Baby. Von Mustang. Gesagt, den werden wir noch bauen. Den werden wir erstmal nur liefern. Das heißt, der steht jetzt bei uns im Unterschlupf. Für das restliche Geld gucke ich, dass ich noch ein bisschen was an den X tun kann. Und dann sammeln wir den Rest mit dem Mustang. Tuning-Garage. Ich schmeiß die Kohle jetzt Rest Rückgeld jetzt rüber in den. An Leistung hat er ja ein bisschen was. Weiß ich, ob das ich Nitro habe. Ne, Nitro hat er nicht. Wann kriegt man denn das nächste Nitro erst? Ja, SB Clue. Das heißt, wir müssen warten, bis wir den haben. Boah, Alter, 14.000 will er haben. Bringt denn der Motor überhaupt an? Naja. Macht eigentlich keinen Unterschied. Der Motor bringt jetzt 14.000. Ich rechne gerade mal zusammen, wie viel der. Ich weiß nicht, was der für den Mustang haben will. Ich meine, Getriebe hat er ja drin. Das ist der einzige, das hat er im Mustang drin. Das ist der Motor, der drin, die Stufe 2. Hat er denn überhaupt noch ein Teil? Hat er noch ein Bodykit oder sowas? Nein, ich will nur was gucken. Ich will überhaupt am meisten einen Teil bekommen. Ja, nicht. Okay. Das heißt, wir warten noch. Wir warten noch. Wir werden dann jetzt richtig Asche gucken, dass wir mit dem Mustang noch ein bisschen Asche machen. Das heißt, ab in den Unterschlupf und dann gucken wir mal, was Big Lou so für uns hat an Rennen. Hoffentlich ein paar Checkpoint-Rennen, die würde ich nämlich noch als erstes machen. Black ist 15. 5-3-300. Okay. Was haben wir denn für dich da? Er hat zwei. Ich mache erstmal die Checkpoint-Rennen, die beiden. Müssen wir dann hier weitermachen?
Karre das Auto hat abzuwarten. Vielleicht werde ich einen Mustang jetzt fahren mit dem nächsten. Dann noch Evo weg. Den Park, bis wir Porsche vielleicht kriegen. Das war der andere von meinem Körper, das ist schön. Ich hoffe, dass wir durchkommen. Geschafft. Jetzt die 5 gibt es zusammen. Ich kann aber 18% halten später. Ist doch ein bisschen länger. Aber gut. Dass wir den jetzt kriegen als nächstes. Wo ist er denn überhaupt? Eine Sekunde. Natürlich kriegen wir jetzt auf dem nächsten nächstes Fahrrad in der Regel noch neue Teile. Also neue Lastfahrer. Sollte sein Auto bekommen, wenn ich dir auch Zahlung gebe, ist klar. Aber jetzt haben wir ja wieder ein bisschen was zu tun. Für das Rennen. 1000. Achtung, Kanal 2. Mögliches Code-6-Fahrzeug wurde gemeldet. In Fahrtrichtung Osten. In der Nähe des Omega-Kraftwerks. Ich brauche dringend Einheiten, die dort... Naja, fahrt ihr mal dahin. Ich verschwinde gerade mal so ein bisschen von der Bildfläche. Prozent erst? Ich hätte immer so mit 2021 getippt. Aber gut. Da ist noch ein Checkpoint drin. Da sind noch zwei Radarfallen drin. 8 insgesamt sind es. Ja. Ist es also. Ist ja nur der neue Motor, der in den Wagen reinkommt. Den sparen wir jetzt echt die Kohle für den Mustang. Das heißt, wir fahren komplett die ganzen Rennen jetzt mit dem Eclipse. Wenn da nicht mehr viel an Leistung reinkommt, ich hoffe, dass der G-Wagen von der Reihenfalle wird. Das ist ein Muscle-Car, den kannst du jetzt von keinem Hit liegen. Da ist der Eclipse deutlich besser, aber der hat ein bisschen zu tun mit dem Leistungsbezug auf dem Bildschirm. Vielleicht noch ein bisschen Handling mit zu packen.
viel der braucht, muss ich sagen. Wenn man für das 4.000 mit 32.000, das Arsch ist ja echt nicht viel. Ich könnte es auch nicht verkaufen, die ist auch eine Alternative. Aber dann habe ich ein Auto weniger, also das ist vor allem als ein Leipzig weniger. Das hat jetzt auch keine 160.000 gebracht. Ja, aber. Und wieder zwei Checkpoints wären weniger, mehr. So, jetzt haben wir 4.000. Moment. Ach gut, das ist die Verfolgungsstopper, das lese ich euch jetzt nicht nochmal vor. Den ganzen Kram kennt ihr mittlerweile. Gut, dann fahren wir mal zum Unterschlupf. Wir springen zum Unterschlupf. Auf 20%. Wir brauchen noch zwei. Was haben wir denn hier überhaupt noch ein Spiel? Wie lang ist denn der überhaupt? 5,5 Kilometer. Oh, machen wir mal. Ich denke mal, das war danach das Beste.
Scheiße. Das ist eine komische Strecke, definitiv. Das heißt, wir werden die nochmal beenden. Ich werde tatsächlich jetzt das Auto wechseln. Wird er schon arg schwer jetzt auf einmal. Ich hoffe, das wegkriegen verdienen wir ja auch nicht viel. Wie würde der mir denn überbringen, der Eclipse? 15.000, das ist ja gar nichts für den Wagen. Der Mats hat mir echt mehr gebracht. Ich meine, der Eclipse, ich muss sagen, der hat... Man sieht ja, wie viel der Eclipse Unterschied hat, so muss dann. Sollte der wirklich ein Griff ins Klo werden, verticke ich die Karre wieder und baue mir den Eclipse weiter auf und werde dann auf die Not auf den Evo sparen. Das heißt, wir gehen mal raus in die freie Fahrt und dann schauen wir mal, was wir zumindest mal hier ein bisschen leistungstechnisch reinknallen können.